Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Große Ereignisse werfen ihre Nominierungen voraus. Offensichtlich ist es jetzt klar und das Ergebnis von freundschaftlichen Gesprächen im Hintergrund. Alice Weidel wird als Kanzlerkandidatin für die AfD in den Bundestagswahlkampf 2025 gehen. Wir schauen uns das Ganze im Detail an. Ja, meine lieben Freunde, es ist wenige Minuten her, als die Meldung zunächst einmal über den Ticker kam, dann in den Medien verbreitet wurde, Alice Weidel wird als Kanzlerkandidatin, nicht Spitzenkandidatin, sondern als Kanzlerkandidatin, und zwar als einzige Kanzlerkandidatin für die AfD in den Bundestagswahlkampf 2025 gehen. Das ist spannend, das ist interessant, und wenn ihr neu hier seid, dann lasst gerne ein Abo da, dann erfahrt ihr in Zukunft mehr über solche Ereignisse, andere Dinge, die in Deutschland Schlagzeilen machen und warum es manche Sachen nicht in die großen Medien und in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schaffen und manchmal ganz anders interpretiert werden. Mein Name ist Chris und als freier Journalist denke ich oft darüber nach, was für euch interessant sein könnte, und mache mir so meine Gedanken über Gott, die Welt und Deutschland im Habitat Lebensraum Deutschland. Aber kommen wir zurück zu Weidel als Kanzlerkandidatin der AfD. Schon zweimal ist sie bei Bundestagswahlen als Spitzenkandidatin angetreten, dann oft im dynamischen Duo oder im Doppelpack, einmal mit Alexander Gauland, das zweite Mal schon mit Tino Chrupalla. Dieses Mal wird es eine Kanzlerkandidatur und da macht es Sinn, nur eine Kandidatin nach vorne zu stellen. Das wird für den 28. September 2025, sofern es überhaupt eine Ampelregierung gibt, die bis dahin durchhält, zum ersten Mal Alice Weidel sein. Darauf einigen sich jetzt der Co-Vorsitzende, der Sidekick oder Partner, je nachdem wie ihr es sehen wollt, Tino Chrupalla, mit ihr. Und die 45-Jährige ist damit die erste Frau im Rennen um die Kanzlerschaft der AfD. Zunächst einmal wurde das Ganze bestätigt vom Redaktionswerk Deutschland, also vom Redaktionsnetzwerk Deutschland genau genommen, also RND. Die gehören zu nahezu 100% der SPD, also der Matzak-Gruppe. Es ist also schon spannend, dass da der Informationsgehalt zunächst einmal der mächtigste war und dass es über die verlautbart wurde. Und die interessante Geschichte, die jetzt im Raum steht, ist, dass wir darüber sprechen müssen, welche Chancen hat sie denn, Kanzlerin zu werden? Oder ist das mehr ein symbolischer Akt? Und was wird aus Tino Chrupalla? Nun fangen wir mit Tino Chrupalla an. Nach Lage der Dinge will er in Sachsen als Ministerpräsident antreten. Das heißt, für ihn wird es ein etwas längerer Weg werden, nämlich 2029. Bis dahin kann es aber sein, dass die Brandmauer in Trümmern liegt oder man sogar eine Regierung zustande bringt mit keinem wirklichen Koalitionspartner, den man bräuchte. Mal abwarten. Auf jeden Fall, er sieht seine Zukunft als gestandener Sachse in Sachsen. Finde ich übrigens sehr lobenswert, dass es hier nicht zu ähnlichen Stutenbissigkeiten kommt, wie wir das erlebt haben bei Robert Habeck und Annalena Baerbock, die sich medial zerlegt haben. Ihr könnt euch noch erinnern, dass die stutenbissige Annalena Baerbock vor laufenden Kameras ihren hilflos daneben grinsenden Robert Habeck um die Ohren gehauen hat, er hätte Ahnung von Hühnern, Schweinen und Kühen, sie käme vom Völkerrecht. Also so eine Dreistigkeit, so eine heftige Parade, die sie da geritten hat, ist nicht zu erwarten. Und selbst wenn es eine Diskussion gegeben hat, dann hat man die sang- und klanglos ohne mediales Echo hinter verschlossenen Türen gehalten und durchgeführt, und das verdient doch eine Beachtung, wenn man weiß, wie schnell eine solche Gerüchteküche ans Brodeln kommt, wenn es hier tatsächlich Probleme gegeben hätte bei der Nominierung. Die Pressemitteilung beinhaltet übrigens einen sehr spannenden Satz, nämlich: schon länger war die Kandidatur auf die promovierte Betriebswirtin Weidel hinausgelaufen. Ich möchte in diesem Satz gar nicht über die Kandidatur sprechen, sondern über etwas anderes, was meine werten Kollegen der Kartellpresse Ende letzten Jahres losgetreten haben. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, als Zweifel geschürt wurden, wo gezündelt wurde an der Rechtmäßigkeit ihrer Promotion, ihres Doktortitels. Das Ding ist gezündet worden, fand eine
breite Öffentlichkeit. Es war gekoppelt mit Feiertagen, sodass man auch nicht sehr schnell hier reagieren konnte und verlief dann im Nichts. Das heißt, ihr merkt, mit welchen Mitteln auch hier schon gearbeitet wurde seitens der konzertiert agierenden Presse, um Alice Weidel als Person zu diskreditieren und das, was sie tut, in großem Maße sogar zu kriminalisieren oder einen Straftatbestand oder zumindest eine ethisch verwerfliche Handlung nachzusagen. All das hat nicht verfangen, hat nicht gezündet und es wird spannend werden zu sehen, wie in der Zuspitzung der letzten 12 Monate, wir liegen nämlich jetzt heute exakt ein Jahr vor der Bundestagswahl anberaumt, sofern nichts dazwischen kommt und die sich in der Implosion befindliche Ampel sich bis dahin noch in irgendeiner Art und Weise über Wasser hält, inwieweit die AfD in der Lage ist, die Kräfte zu bündeln und bundesweit an die Erfolge anzuknüpfen, die sie jetzt in Sachsen, Thüringen und in Brandenburg gehabt hat. Mich würde an dieser Stelle interessieren und bitte gibt's mir deutlich, wenn ihr bis hierher an dieser Stelle zugeschaut habt, was eure Meinung dazu ist. Ist eine Frau an der Spitze der AfD die richtige Wahl? Blaues Herz bitte. Zeigt mir die Verbundenheit mit der zukünftigen designierten Kanzlerkandidatin und schreibt mir bitte noch eins rein. Und das, ihr merkt, ich habe gerade übers Sprechen mir überlegt, ist sie Kanzlerkandidatin oder Kanzlerin-Kandidatin? Also wenn es nach mir geht, ist sie Kanzlerkandidat, weil das Amt ist das des Kanzlers. Dass sie in weiblicher Form später angesprochen wird als Frau Kanzlerin, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist ihre Kanzlerkandidatur und nicht die Kanzlerinnenkandidatur. Denn die anderen kandidieren ja neben und mit ihr. Aber das ist nur meine Meinung. Also schreibt sie mir bitte auch das in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren. Und hättet ihr eine andere Wahl getroffen? Ich bin gespannt. Von mir gibt es jetzt noch eins in gewohnter Weise, gerade zu diesem Anlass, auf die Ohren. Ich mache nämlich da ja keinen Hehl draus, das wisst ihr und die, die neu dabei sind. Mein Name ist Chris, ich bin Journalist und ich stehe rechts der Mitte. Das ist der Grund, warum dieses orange Ausrufezeichen hier hinter mir sich genau an dieser Stelle im sinnbildlichen Parlament befindet. Rechts der Mitte verorte ich mich politisch. Ich bin einer der wenigen konservativen Journalisten, die im Zeitalter des Linksrucks überlebt haben. Und der Song, den wir dazu produziert haben, nennt sich, und einige von euch, die uns öfter zusehen, die wissen das, Rechtsempfinden. Und er handelt genau davon, was jetzt passiert. Ein Bewusstsein zu entwickeln, Kräfte zu bündeln und Erfolge anzustreben. Viel Spaß. Schauen wir mal, was wir da haben für euch. Einst ein Land der Vielfalt, Wohn- und Meinungen verstummen, muss es jetzt Stimmen geben, die auf Traditionen bauen. Familie, Sicherheit, das Herz der Heimat tief. Die Werte, die uns tragen, sind es, woran ich glaub und lieb. Wo links die Stimme lauter, braucht es rechts den Klang. Demokratie lebt davon, dass jeder sich äußern kann. Heimat, Liebe für den Ort der Wiege. Klare Kante gegen allzu linke Triebe. Ein Gleichgewicht der Kräfte für unser Land so klar und sicher. Deutschland. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen wahren, mit dem Herzen stark und frei. Rechts der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Sicherheit und Ordnung, das Fundament der Zeit. Ein Ort, wo Kinder wachsen in Geborgenheit. Wo man die Heimat schätzt, mit dem Mut Grenzen zu bauen. Respekt vor allen Kulturen, doch auf Vorsicht vertrauen. Wo links die Stimme lauter, braucht es rechts den Klang. Demokratie lebt davon, dass jeder sich äußern kann. Heimat, Liebe für den Ort der Wiege. Klare Kante gegen allzu linke Triebe. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen wahren, mit dem Herzen stark und frei. Rechts der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Nicht extrem, doch klar und fest, so werden wir immer stehen.
Für die Werte, die uns einen in die Zukunft gehen. Ein starkes Land, ein freies Land, das ist unser Ziel. Im Herzen von Europa, doch nicht völlig fremdbestimmt. Mit einem Selbstwert, den uns niemand nimmt. Rechtsempfinden, eine Stimme für das Land. Für die Wurzeln, für die Heimat reichen wir die Hand. Traditionen wahren, mit den Herzen stark und frei. In der Mitte, in der Balance, da sind wir mit dabei. Rechtsempfinden, unser Kompass, unser Licht. Für das Land, das wir lieben, für die Heimat, die uns schützt. In der Einheit, in der Vielfalt, finden wir den Weg. Demokratie in der Balance, das sind wir mit dabei. Habitat, Lebensraum Deutschland. Klare Kante, weil wir hier zu Hause sind.